Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von LEGO Speed Champions. Ich guck mal schnell hier auf die Karte, wo wir denn als nächstes hinfahren. Ich glaube, wir machen da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, mit Karte entdecken. Ich fahre jetzt einfach mal hier lang. Jetzt erstmal so grob alle Straßen weg haben. Sind ja nicht so viele, wird ja nicht so lange dauern. Aber wobei, eigentlich ist der Mini, ist ja schon ein bisschen langsam, ne? Könnte aber noch mal was anderes hier fahren. Bestes Spiel EU West. So, was ich in letzter Zeit ziemlich viel fahre, ist der 911 Carrera S. Natürlich der neue hier, Generation 992. Den könnten wir eigentlich auch mal fahren, ne? Dann gerade dann, wenn wir so auf Straßen fahren, ist natürlich der Porsche, denke ich, ein bisschen besser geeignet als der Mini, der eher so Offroad-mäßig unterwegs ist. Und ist auch ein bisschen schneller als der Mini. So ein bisschen. Oh, Auto! Ja. You spin me right, right, baby, right, right. Lass es. Der trifft mich dann natürlich vor, eigentlich nicht. Ich lass es auch lieber. Einsinn, kein Versuch. Okay, ja. Man sieht, ich bin kein Drifter hier im Spiel. Ja, halbwegs gut der Eindruck. Bis jetzt. Kommt 30.000 Punkte, also das ist doch bestimmt ein Stern, oder? Du hast dein Ziel erreicht. Bei nächster Gelegenheit wenden. Oh Gott. Bei nächster Gelegenheit wenden. So. Der Steiler dafür, glaube ich, ne? Hallo Fabian. Ah. Glückwunsch. Du bist jetzt bereit für den Bau deines ersten Lego-Hauses. Komm bei mir vorbei. Bin wirklich ein Zufall direkt hier. Das ist echt Zufall, dass ich jetzt gerade hier lang gefahren bin. Hab ich gar nicht gewusst. Bin schon wieder ausgeblendet. Sieh dir das an. Ich schwöre dir, Kira musste mich zum ersten Mal nicht anflehen, ihr beim Festivalaufbau zu helfen. Ja, sieht doch nett aus eigentlich. So, bitte weiter. Ja, und jetzt? Du hast dein Ziel erreicht. Bauen. Das will ich. Ah, fertig aus. Aber angeflogen Hubschrauber, warum auch nicht? Ja gut, das ist natürlich kein riesen Luxusvilla. Du spielst zwar mit Lego, aber das ist immer noch eine Horizon-Veranstaltung. Daher bekommst du mit jeder Erweiterung deines Hauses zusätzliche Belohnungen. Das finde ich cool. Auf den Anfang, denke ich mal, reicht das Haus. Wir bekommen neue Bausteinherausforderungen freigeschaltet und einen Bonuswürfel freigeschaltet. Was auch immer das sein mag. Ich sehe gerade schon draußen, es fängt bald wieder an zu gewittern. Es ist jeden Abend so, es gewittert jeden Abend. Unglaublich. Ich habe gerade etwas für Lego erledigt, als ich die Bauanleitung für einen Lego Ferrari F40 in Originalgröße gefunden habe. Du willst Speed Champion werden? Dann bring mir ein paar Lego Steine. Diese neuen Baustein-Herausforderungen sollten dabei helfen. Ah, jetzt verstehe ich das. Man muss also Steine sammeln und dann kriegt man auch die Autos. Also hier noch den F40 aus Lego und aus der Einführung der McLaren Senna. Das sind die drei Lego-Fahrzeuge, die es hier gibt. Kann man sogar hinspringen immer. Sogar 40. Wenn ich das gewinne. Denn das will ich natürlich gewinnen. So, dann zurück. Hat er markiert? Ich habe auch mit Lego-Technik rumgespielt.
Dabei sind diese Bonuswürfel herausgekommen. Wenn du einen davon findest und ihn zerschlägst, solltest du einen Fähigkeitseinfluss-Boost erhalten. Probier's doch mal aus. Ja, ich habe einen freigeschaltet. Ein Bonuswürfel. Kann ich jetzt irgendwie... Horizon Life, was war denn hier schönes? Wheelspin. Guck ich mal auf Autos. Automeisterung. Was sind jetzt? Oder hat er Lego Speed Champions? Ja, Ferrari 40. Bla bla bla. Na egal. Ich will jetzt noch einfahren. So. Oh, die Eisen geht. Erreicht. Eine Rallye-Strecke, so. Durch wäre der Mini angemacht, aber ich kann ja mal gucken, was ist hier sonst noch. Ich könnte ja auch mal was. Modern Sports Cars? Ja, gut, das ist denn. Der. Na, der 911er. Ich mache einfach mal Anything Goes. Ich guck mal, was ich so im Fuhrpark habe. Was vielleicht ein bisschen offroad-fähig ist, was wir vielleicht auch schon länger nicht mehr gefahren sind. Vielleicht gibt es da irgendwas Cooles. Ich mache erstmal offen. Ich kann mir ja mal die Autos angucken, die ich so im Fuhrpark habe. Die Mini kann man ja später nochmal fahren. 6,2 Kilometer. Jopp. Machen wir. So, welches schöne Auto nehme ich denn hier? An denen sicherlich nicht. Das sind auch keine wirklichen Offroad-fähigen Autos. Bei der BMW wird auch schwierig. Ja, da sowieso. Chevy. Jo, Dodge. Mehr oder weniger. Fordert Alpha I. Nein, fordert auf jeden Fall was. Die auch noch mal kurz zeigen will. Und zwar bei MV. Da. Natürlich habe ich den auch schon in Ghibli. Aus der, ich glaube, letzten Season war das. Ist auch auf meiner Teststrecke gefahren. Mehr verrate ich noch nicht. Den AMG könnte ich nehmen. Soll ich mal die X-Klasse einfach mal wieder nehmen? Mit der minimalen Leistung. Ich nehme die mal. Noch so ein bisschen Drehmoment. Ich meine Diesel, ne? Ist der Drehmoment ohne Ende, dennoch als Turbo. Turbo-Diesel, denn. Dann ist Feierabend. Das ist quasi für dieses Drehmoment so fast beste Kombi. Oder halt Elektro. Natürlich Elektro hat natürlich untenrum extra viel Drehmoment direkt vom Start. Sehr herkömmliche. Verbrennungsmotoren nicht haben. Und der geht an. Wieder der Halleluja. Schnell. Das sieht echt geil aus, finde ich. Also optisch ist es echt schön. Das ist passend gemacht. Kommt jetzt noch ein TT, glaube ich. Das war noch nicht gesehen. Und meine Augen werden langsam auch ein wenig müde. Weil ich jetzt ja auch schon knapp 17,5 Stunden wach bin. Ich eigentlich auch langsam mal ins Bett gehen sollte. Bam. So. Das war nicht so gut von ihm. Oh, die A-Kurvenlage von der X-Klasse. Das ist nicht gerade das sportlichste Auto. Komm rauf.
War halt mein Sieg. Auf coole Strecke. Und halt schnell. Testung mit der Lebenslage. Drehmoment. Nein, nicht wohl. Freundchen, das gibt's hier nicht. Und kostet extra, kostet 100 Steine. Na? Nix ist mein Freund, Alter. Nix ist. Ich fahr Mercedes, Alter. Zwar kein AMG, aber ich fahr einen Benzer. Ich hab das dickere Auto, ja, so muss ich nach vorne. Das hat die normale Regel auf den Straßen. Wer das größere Auto fährt, der hat automatisch Vorfahrt. Und hat mehr Rechte. Als mit einem kleineren Auto. Deswegen hab ich mit meinem Corsa quasi so wie keine Rechte. Logisch. Ich habe bei dem steht ja natürlich haushoch überlegen. So abgeschlossen, auch sogar gewonnen. Jetzt nochmal 40 Steine oben drauf zu den 20, die wir so oder so bekommen haben. Das ist auch schon mal nicht ganz verkehrt ist und hier von Offroad einen PR dann machen. Okay, ein Gefahrenschild. Also ist das. Nee, Wegbereiter, ist da. Das war schon ein. Also heißt das jetzt ein bisschen Anlauf nehmen. Schön mit Schmack ist da durchfahren. Wo schon so am Stand lang, schätze ich mal. Blitz. Siehst du die Fackel? Mir ist egal, wie du da hinkommst, aber beeil dich! Ja, ist ja gut. Hat ja wunderbar geklappt. Ich werde ein bisschen auf die Straße wechseln. Komm. Hui! Warte, geh weg da. Seh nichts. Ah, zwei Sterne oder zwei Steine, eher gesagt. Vielleicht. Krass, genau so macht man das. Genial gefahren. Danke. Ich hab mich wieder mal selber übertroffen. Komm. Hier und im dritten Jahr darüber fahren. Ja! Und mal gegen den Baum geflogen. Lol, da ist sogar was runtergeflogen vom Baum. Hab ich das auch richtig gesehen? Das ist geil. Ja, schön, dass an sowas gedacht wird. Das gefällt mir. Also mir gefällt Expansion immer mehr. Oder kannst du die negative Einstellung bis jetzt überhaupt nicht darüber verstehen? Ein Bonusboard, das muss ich haben. Ja, eine neue Bonustafel, finde ich auch sehr gut. Da ist er doch schon. Metern scharf links abbiegen. Naja, hab ich doch gemacht. So, wahrscheinlich da unten. Ich bin ein Fuchs, ey. Du hast dein Ziel erreicht. Und zack, 3 Tonnen Einfluss. Die auf jeden Fall auch drauf und dann hier wieder. Ein Gefahrenschild. Was man damit wohl machen könnte. In die Richtung. Küche. Ja, ein bisschen Anlauf nehmen. Ich finde, wie so der Wüstensand sieht. Ziemlich gut aus.
so landen. Oh, ein bisschen weiter geflogen vielleicht. Setcam auch. Okay. Und auch Sterne. Und Gefahrenheld aufgestiegen. Stufe 15, glaube ich. Ey. Mein Weihnachtsbaum ist hier jetzt drauf. Komm, weg da. So, jetzt war die Hauptstraße hier. Ja, so eine Mini-Stadt. Natürlich viereckig. Okay, hier gibt es auch ein paar Straßen. Auch vielleicht auch ein paar Schilder. Ja gut, war das vielleicht ein bisschen groß für Lego-Verhältnisse. Ich meine, passt ja nicht mal wirklich in die Fahrbahn rein. Toll, ein Bonfel. Schau dir das mal an. Ich habe sie so aufgebaut, dass sie sich selbst wieder zusammenbauen. Wer ist jetzt hier der Meisterbauer, hä? Hä? So, jetzt auch mal entdecken. Auch noch was. Ja, kann das schön entdeckt werden. 112 Straßen gibt's hier. Wer hätte gedacht, hätte. Ziemlich viele Straßen hier. Das zählt auch als Straße oder Weg oder als whatever. Nichts kaputt war. Also nichts Wichtiges. So, das ist schön entdecken. Na komm, ich dreh mal auf. Das ist hier. Haben. Auch in dem Bereich da hinten. Fehlt noch so einiges. Ja, außen rum hier quasi, so an der Stadtgrenze oder Stadtring. Zack. So lange wie Fahnenschild, okay. Kann ich ja gleich auch mal machen. Wenn ich so zufällig in der Nähe bin. Okay, da kannst du aber noch weiter unten lang. Da fahren wir dann lang. Okay, man darf's. Und ein Füßchen hier. So, da kommt ihr auch wieder hoch, ja. Oder nicht. Ah, geht doch. Was ich eigentlich in der Stadt alles entdeckt haben, also auch zum Gefahrenschild. So, ich muss. Okay, jetzt muss noch kommen. Sorry. Kommt nicht wieder vor. Wie viele Sterne haben wir jetzt eigentlich? Okay, ein bisschen. Sagen wir noch 100... Ja gut, also bis 600. Ja, jetzt verstehe ich. Verstehe die Expansion so langsam. Und auch hier was, natürlich auch was Offroad-mäßiges. So gefällt mir das. Das sieht so putzig aus. Also wirklich.
Metern hast du dein Ziel erreicht. Jawohl, Anna. Langsam echt müde. Oh, ist ja nicht mehr lang, die Folge. So, wir sind in der Klasse Offroad hier angesiedelt. Das war jetzt der Popschutz. Wo der, genau, Jeep Wrangler Rubicon ist. Soll ich den einfach mal fahren? Oh, gut, der ist D-Klasse. Das wird doch ein bisschen langsam. Was haben wir noch so Schönes? Hier so X-Klasse. Colorado. Ja gut. B auch eine Möglichkeit. Nee, wir nehmen heute mal die X-Klasse, ja. So, mal den Popschuss wieder ein bisschen runter machen. Dass er mir nicht in der Fresse irgendwie steht, wenn er nochmal runtergehen würde. Aber jetzt geht's wieder halbwegs. Man hat diese schönen P-Laute nicht so stark. Durch den Popschutz. Zumindest wenn er funktioniert. Fehler, weil ich zu dämlich für. Tue ich mal nichts zurück. Das ist dann auch noch nicht vorbei. Wir haben noch ein bisschen Zeit zum Auto. Was macht ihr denn da, Leute? Irgendwie durch, was war das denn? Ein Sprung oder so? Das ist ganz komisch geflogen. Ja, ich hole noch auf. Nichts verloren hier. Mal Kampfgeist zeigen. Au! Danke. Ich konnte jetzt nicht zurückspulen. Das ist aber nicht nett. Warte. Ist doch nicht schön. Das muss ich also irgendwann nochmal fahren. Das will ich so nicht hinnehmen. Den einen noch kriegen, bitte. Oh, nicht nur den einen. Ich werde mich sogar zweiter. Thank you, Forza. Okay, war doch noch in Ordnung. Alles easy, alles safe. Aber wieder Ford Cheetah Auto. Man kennt es ja wieder aus der ersten Folge. Da war ja der Ford RS400 Cheetah Auto. Jetzt der Ford Raptor. Alles Cheetah Autos. Und diese Fords, ja. Mercedes ist nicht overpowered. Ford ist es. Eindeutig. Was passiert da gerade zum? Keine Ahnung. Aber jetzt ist mit meiner Müdigkeit echt extrem, deswegen würde ich mal sagen, beende ich die heutige Folge mit wie viel Steinen? Mit 475 Steinen.
komm, ich mache noch die 5 Deals. Die mache ich heute noch und dann ist Feierabend heute. Ist aber langsam Schlafenszeit für mich, weil ich in 5 Stunden... Oh Gott, muss ich jetzt rechnen? In 5 Stunden 18 Minuten stehe ich auf. Ne, 6 Stunden 18 Minuten, Entschuldigung. In 6 Stunden 18 Minuten stehe ich auf. Und ich sitze auch vor der Xbox und nehme gerade Videos auf. Guter, da ist noch Fabian. Oh Mann, ich hätte nie Millionen gewonnen. Ja, die brauche ich dringend. So, danach noch ein. Krieg mal nur Bullshit jetzt irgendwie. Krieg nichts so ordentliches. Ich meine, da irgendwie eine teure Karre oder irgendwie geil Geld. Oder so Kleinstbeträge, so. Oh, 10.000. Wie krass. Ich hab den Mercedes darüber genommen. Den, das ist der SL, wer ist der SL300 oder sowas? Der alte? Den hätte ich lieber genommen. Aber ja, man kann natürlich im Leben nicht alles haben. Also, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich morgen oder übermorgen. Und tschüss!